Hallo allerseits. Schon lange habe ich mich jetzt nicht mehr gemeldet. Vor allem deswegen, weil ich absolut keine Lust habe, irgendjemanden zu beleidigen. Auch heute eigentlich nicht. Aber ich habe mir kurz gedacht, ich werde mich deswegen schon rein melden, weil nächste Woche werde ich nicht in Wien sein. Ich werde deswegen weder aufnehmen noch hochladen. Ich sehe den Bildschirm in meinem Brillen. Das ist ja lustig. Und das wollte ich nur kurz sagen. Also für all jene Wahnwitzigen, die sich noch immer meine Videos anschauen und hoffen, dass ich irgendwas Lustiges sage, was ich nie tue. Nächste Woche bin ich nicht da. Pech für euch. Auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr schon bemerkt, ich habe noch ein neues Spiel hochgeladen, nämlich Edna bricht aus. Ich werde das wahrscheinlich nicht jeden Tag hochladen, weil da geht mir die Zeit aus. So viel kann ich nicht spielen, dass ich zweimal eine halbe Stunde pro Tag, also circa eine Stunde am Tag hochlade. Das würde nämlich bedeuten, dass ich durchschnittlich eine Stunde am Tag spielen müsste. Und ich bin mir nicht sicher, ob sich das so gut ausgeht. Glaube ich eher nicht. Anyway, wir werden oder ihr werdet noch mehr Edna bricht aus Videos finden. Ich glaube auch nicht, dass ich so viele Videos für Edna bricht aus brauche wie für Victoria. An dieser Stelle auch noch ein kurzer Gruß an meine Tochter, die gerade am Bild vorbeigewankt ist und die gerade im Erdboden versucht zu versinken. Okay. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß mit der nächsten und mit der darauffolgenden Folge von Victoria. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben. Bis dann. Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind mitten im Krieg gegen Deutschland. Wir wollen das Deutsche Reich langsam aber sicher zerschlagen. Das ist unser Ziel bis zum Ende dieses Spiels. Erster werden wir wahrscheinlich bleiben. Also wenn nicht irgendwas sehr stark Unvorhergesehenes passiert, glaube ich mal, dass man uns den ersten Platz kaum mehr wegnehmen kann. Deswegen sind unsere Ziele jetzt eher destruktiv. Das Erobern von Provinzen ist relativ kostspielig. Deswegen wollen wir eher das zerschlagen und derzeit sind wir dabei, diese Provinz hier, nämlich ich glaube Westpreußen ist das und das ist Ostpreußen, ist das Ostpreußen? Ja, Westpreußen. Westpreußen als eigenen Staat und zwar Polen-Litauen freizugeben. Das ist deswegen toll, weil Polen-Litauen hat zwar Anspruch auf viele polnische Gebiete, unter anderem auch auf Ostpreußen und russische, aber nur ganz wenig Ansprüche auf Gebiete in Österreich, nämlich nur dieses Galiziengebiet. Und ich nehme an, dass sie eher im Kampf gegen Deutschland und gegen Russland eine Unterstützung bieten, indem sie einen Krieg starten, als umgekehrt. Jo, das einmal dazu. Wir haben in diesem Krieg, der schaut eigentlich nicht so schlecht aus an und für sich, also wir belagern hier schon ein bisschen was in Deutschland. Wir haben auch schon einige deutsche Armeen aufgerieben. Da sind wir gerade dabei, eine anfangs, ich glaube, 80.000 Mann starke Truppe aufzureiben. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich gleich einmal entschuldigen. Ich esse nebenbei Dragee-Keksis. Für dieses Product Placement werde ich nicht bezahlt, leider. Ich wollte es nur sagen, weil ich würde manchmal knirschen, so wie jetzt zum Beispiel. Mit Deutschland verbunden sind das Osmanische Reich. Ja, ich meine, die stellen genauso viel Bedrohung da, wie sie es immer tun, nämlich gar keine.
wie ihr seht, wir gehen da durch wie Butter, obwohl wir einen relativ kleinen Anteil meiner Armee nur in Richtung Osmanisches Reich gesetzt haben. Unangenehmer sind sie da in den Kolonien, weil es einfach viel mehr sind und es ist alles so weit verteilt. Aber hier habe ich immerhin die Briten und auch die Franzosen, die mir helfen. Der Nachteil in den Kolonien ist, Skandinavien ist natürlich auch auf der Seite von Deutschland. Der ist der weit unangenehmere Bündnispartner. Ja, bei denen weiß ich jetzt nicht so genau, wie ich mit denen vorgehen soll. Derzeit blockiere ich ein paar Häfen von ihnen, aber in Wirklichkeit stören die mich nicht sonderlich. Ich meine, da sind 81.000 von ihm, die sind unangenehm. Und da sind noch einmal 82.000 Deutsche, die werden wir als nächstes versuchen aufzureiben in irgendeiner Form, damit mir Bayern nicht so schnell aus dem Krieg rausfliegt. Aber an und für sich. Ja, also Sachsen, Bayern, Württemberg und Baden habe ich weniger wegen ihrer großartigen Unterstützung im Krieg, sondern mehr deswegen, weil wenn die Krieg mit Deutschland führen, kann Deutschland sie nicht beeinflussen in den nächsten, ich glaube, 5 Jahren. Und dann habe ich diese Gebiete wenigstens sicherer in meiner Einflussschere. Na gut. Niksic. Wo ist Niksic? Da. Ja, gehen wir weiter nach Skoda. Also reden und Trasche-Keks ist irgendwie nicht so das Wahre. Ja, also ihr seht's. Ah ja, genau. Und hier habe ich auch noch Griechenland hineingeholt. Auch weniger deswegen, weil ich glaube, dass das eine großartige Hilfe sind. Obwohl sie eigentlich relativ große Hilfe sind. Also sie kämpfen da gegen einige Osmanen und sind eigentlich stärker. Also in Europa sind sie mittlerweile schon genauso stark wie die Osmanen. Sondern mehr, weil ich hoffe, dass sie von den Osmanen hier die Ionischen Inseln verlangen. Das wäre ganz cool. Ägäische Inseln, nicht Ionische Inseln. Ja. Weil ein Sekundärziel ist, nicht nur Deutschland zu zerschlagen, sondern natürlich auch das Osmanische Reich. Und Italien wäre auch schön, wenn das zerschlagen werden würde. Aber das ist jetzt definitiv ein Tertiärziel vielleicht. Weiß ich nicht. Schwer zum sagen. Na gut. Ah, schau an. Beim Süden sind die Dings gar nicht so stark. Straße von Otranto. Und in Leskovac angekommen. Ja, also, um ehrlich zu sein, die Osmanen werden relativ bald aus dem Krieg rausfliegen. Wir werden dann die Griechen bei ihren Besetzungen unterstützen. Das heißt, wir werden da dazu fahren mit einer Truppe, damit die schneller besetzen. Mal schauen, ob die Griechen von den Osmanen was verlangen. Das wäre ganz, ganz toll. Ja, 82.000 Deutsche, was machen wir mit denen? Okay, wir haben doch relativ viele Truppen hier eigentlich stehen. Na, auf nach Tirana. Yes. Da haben wir wieder ein paar Osmanen erledigt. Okay. Ja, und da sind die letzten deutschen Truppen in Preußen.
erledigt worden. So. Ein Teil von euch geht dahin und ein Teil bleibt dort. Achso, vielleicht hätte ich nicht auf Weiter drücken sollen, sondern zunächst einmal das da fertig machen sollen. Ja, außerdem diese Truppen hier werden wir auch darüber schicken. Weil, wie schon gesagt, wir wollen diese 80.000 erledigen und das können wir nur, wenn wir wirklich viele sind. Ja, nach links. So, schauen wir mal. Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Da sind wir jetzt. Passt. Küstring gewonnen. Mal Stettin. Nicht gewonnen. Das war Pilsen. Silistra gewonnen. So, das sind 63.000. Die können wir eigentlich ignorieren. Meine Güte, die sollen halt. Dann sollen sie halt ein bisschen belagern, da ist mir eigentlich egal. Mhm. Schon wieder ein paar Belagerungen gewonnen. Die Stina. Leute noch. Braunschweig. Das sind 24.000 Deutsche. Die könnten mich auch angreifen. Und noch. Schreien. Die gehen da weiter, nur daher. Vielleicht sollten wir das doch zurückgehen, weil sonst gehen uns diese Schlachtschiffe irgendwann mal in Geisdorf. So, ein Friedensangebot. Wir haben leider noch niemanden, der was dazu stellt. Das ist sehr ärgerlich. Normalerweise sind die alle immer gleich dabei, wenn es heißt, Kriegsziele hinzuzufügen. Aber wenn ich einmal der Anführer bin und nicht selber Kriegsziele hinzufügen will, dann ziehen sie sich alles eh klar. Ich würde zwar irrsinnig gern Pommern erobern, aber das ist so teuer. Das würden wir bei der Infamie über 25 kommen und das ist echt nicht erstrebenswert. So, was bietest du mir an? Wir könnten das nehmen und sagen, das passt für uns und dann Polen, Litauen so stark aufpäppeln, dass sie jeden Krieg überleben. Was soll man hoffen, dass noch irgendjemand ein Kriegsziel hinzufügt, das uns taugt? Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass irgendjemand ein Kriegsziel hinzufügt, das uns überhaupt nicht taugt. Wenn das passiert, dann würden wir es ja nicht nehmen. Ach ja, nehmen wir an. Was soll's. Ein begrenzter Krieg für kurze Zeit und wir haben Polen-Litauen gegründet.
erste Stein im Zerfall des Deutschen Reiches. Mit etwas Glück versuchen sie Ostpreußen zu erobern. Gut, die sind in meiner Einflusssphäre. Sehr gut. Die werden wir auch gleich weiter behaken, dass sie auch dort bleiben. Ja, Bayern haben sie mir aus der Einflusssphäre rausgeholt. Diese Schwämme. So, Deutschland kann jetzt nichts mehr machen. Das heißt, der einzige, der mir da noch im Weg ist, ist Frankreich. Mit Frankreich werden wir ja wohl fertig werden, hoffe ich. Nee, die gehen mich auch bei Spanien an, die Franzosen. Gut, das ist Sachsen, können wir auf jeden Fall auf 1 runtergehen und mal die Meinung von Deutschland senken. Das ist gut. Bei Baden und Württemberg brauche ich eh nichts mehr machen. Baden kann es natürlich sein, dass die Franzosen auch was machen wollen, aber derzeit ist mir das noch egal. Das wird schon nicht so schlimm werden. Ja, Generalverschleiß bei so einem Krieg ist recht groß. Gut, dann schicken wir unsere Truppen zurück. Den schicken wir wieder nach Italien oder an die italienische Grenze. Nach Verona. Wo war der her? Ja, genau, den habe ich von da, von der Grenze geholt. So, dann schauen wir mal, die zweite Armee schicken wir zurück nach Budapest. Die vierte Armee ist eh schon da, wo sie sein soll. Die sechste Armee, auch nach Posen. Die Armee ist auch versorgt. Dritte Armee geht nach Prag. Erste Armee geht nach Wien. Fünfte Armee. Doch ja. Geht sich nicht so aus. Sechste Armee. Ich glaube, da müssen wir auch rund um den Turm gehen. Oder geht das da durch? Ich glaube nicht, dass ich da durch darf. Sie werden nicht akzeptieren. Ich habe fast gedacht. Gut, 6. Armee. Du musst da so rumgehen. Siebte Armee. Zweite Kolonialarmee, du gehst zurück nach Suez. Achte Armee. Bis daher. Bis gleich daher, passt schon. Neunte Armee. Romberg, dritte Kolonialarmee, du gehst daher, 10. Armee, bleibt hier, 11. Armee, geht nach Tuchel, zwölfte Armee, Vierzehnte Armee geht nach Kotor. Der Kolonialarmee geht hierher. Freunde. So,
Also die 5. Kolonialarmee, 15. Armee, puh, danach Sench. 16. Armee. Oh, Linz klingt gut. 17. Oh, du gehst nach Katowice. Hahaha. Ha. 18. Noch einer von da drüben. Da glaube ich auch noch einer. 19. Ist die übersee Armee, bleibt natürlich da, wo sie ist. 20. Armee. Nach Shishak. Tschernoti. Das war die 23. 24. Jetzt haben wir es bald, jetzt haben wir es bald. Ah. Mist. Die muss also durchgehen. Die geht nach Aussig. 25. Mal schauen. 6. Kolonialarmee. Die geht hier hin. So zentral gelegen irgendwo. Und du, wo gehst du hin? Daher. Nö. Nee. Freund und Zwischenröster. So musst du gehen. Gut, und die erste Armee ist nicht die erste Armee, sondern eigentlich ist die 27. Armee. Und unser Anführer wird der Herr Schönburg. Passt. So, wie lange dauert es noch mit der Armee? Interessant, Geschützrohre gibt es keine mehr auf der Welt. Ich produziere doch Geschützrohre. Wieso kann ich... Ach Gott. Wieso habe ich kein Anrecht, meine eigenen Geschützrohre zu kaufen? Ich finde das überhaupt nicht richtig. Na gut, soll sein. So, Militärzugang wollen wir bei denen gleich haben. Und in die Allianz holen wir sie auch gleich rein. Hey, ein internationaler Konflikt in Chiang Mai. Das klingt ja interessant. Demobilisiert.
zwischen Burma und Siam. Ob das einen internationalen Konflikt auslöst, wage ich mal zu bezweifeln. Oh. Burma ist ja riesig. Die haben sich eine Ziege reingefressen. Das war nicht. Okay. Da muss man mal schauen. Siam hätte gerne Chiang Mai zurück. Burma möchte das nicht. Das interessiert mich nicht. Das ist so absolut irrelevant, dass es schon weh tut. Ja. Jetzt wird's doch interessant. Großbritannien unterstützt Burma. Sollen wir jetzt hier am unterstützen? Und die Briten unter Druck setzen? Ach, nein. Wir haben dort nichts, das interessiert uns echt überhaupt nicht. Die USA. Ja, natürlich sind wir an dem Konflikt interessiert. Unseren Senf dazu beitragen müssen wir schon. Das ist mal ein richtiger internationaler Konflikt, in dem alle 8 Großmächte interessiert sind. Das kommt eigentlich ganz selten vor, das habe ich überhaupt noch nie gesehen. Es ist in Asien, deswegen ist Japan natürlich interessiert. Durch das, dass die USA Siam unterstützt, ist auch die USA dabei, die sind nämlich sonst nie dabei. Und die Europäischen sind auch alle dabei. Wahrscheinlich, weil Großbritannien drinnen ist. Schauen wir mal, wie schaut das aus? Frankreich würde derzeit eher die USA unterstützen. Japan auch. Deutschland eher Großbritannien. Schauen. Russland auch. Italien auch. Wenn wir uns auf die Seite von Großbritannien setzen, dann wird Deutschland sich anders überlegen. Wir sollten warten, bis sich Deutschland setzt. Sonst strecken wir sie vielleicht ab. An und für sich ist mir der Ausgang des Konflikts vollkommen egal, aber sollte er sich zu einem Krieg entwickeln, möchte ich auf jeden Fall auf der Gewinnerseite sein. Weil es wäre ein großer Krieg. Und in dem kann man Kriegsgründe relativ billig dazugeben, bin ich hier drauf gekommen vorhin. Wie schaut das aus? Militärisch ist die USA nicht so schlecht. Besser als Großbritannien, Frankreich mittlerweile. Aber Japan ist ein Wahnsinn. Die sind militärisch echt nicht schlecht. Ja, aber sie haben erst 17 von 30. Die haben einfach nur ein großes Heer, kein besonders starkes. Okay. Also, die USA müssten eigentlich. Die haben auch nur 21 von 30.
sind technologisch auch nicht so weit. Komisch. Aber weiter als Großbritannien. Ist nur Frankreich, Deutschland und wir so weit? Frankreich hat 24 von 30. Wir haben 25, gell? Ja. Wir haben sogar eine höhere Technologiebewertung als Frankreich. Und das, obwohl sie das ganze Spiel über eigentlich eine bessere Forschungsleistung hatten als wir. Also, naja, nicht das ganze Spiel über, aber. Interessant. Aber Deutschland ist genauso gut wie wir, oder? Ja, 25 von 30. In Russland brauchen wir nicht schauen. Wir sind irrelevant und das mit Italien. Auch 25 von 30. Das heißt, die Achsenmächte sind definitiv die technologisch weitesten. Die wollen alle Großbritannien unterstützen. Und die auch. Ja, wir werden wahrscheinlich schon Großbritannien unterstützen. Aber wie schon gesagt, wir warten mal ab. Was passiert? Am besten wäre es, wenn Deutschland sich auf die Seite Großbritanniens mal setzt. Lang lebe der Kaiser! Nachdem der brillante Wiener Designer Josef Urban seine Arbeit bei der Boston Opera Company aufgenommen hatte, bekam das amerikanische Theater deutlich kontinentale Züge und wurde zu einer dynamischen, farbenfrohen und aufregenden Erfahrung. Das ist interessant. Das wusste ich nicht. Aber gut, österreichische Künstler waren in der Zeit relativ beliebt, das stimmt schon. So, und durch das Russland auf der Seite ist, ist Deutschland jetzt noch lieber auf der britischen Seite. Sehr gut, sehr gut. Auch Italien und ich nehme mal an, auch Frankreich wird jetzt eher Großbritannien bevorzugen. Das heißt, wir werden die Seite auch unterstützen. Vielleicht will dann zwar Deutschland nicht, aber vielleicht will dann Frankreich mehr. Wir unterstützen die Seite und uns. Ja. Beziehungsweise, jetzt sind wir mal eine Weile relativ stark. Vielleicht wird Großbritannien dann Frieden schnell schließen können. Okay. Ja, wie schon gesagt, wenn wir auf der Seite sind, mag Groß- und mag Deutschland nicht mehr. Aber dafür ist Japan jetzt unentschlossen. Na schauen. Weil immerhin mag uns Japan und Frankreich mag uns auch. Na gut. Japan, apropos Japan mögen. Japan mag uns. Großwildjagd, lassen wir die armen Tiere doch in Ruhe. Was sagt ihr? Seid ihr wahnsinnig? Mehr Prestige. Haben die irgendwas gemacht? Nö. Frankreich hat Italien in Verruf gebracht. Okay. Oh, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Wir haben in dieser Session genau gar nichts gemacht. Wir haben nur einen Frieden geschlossen und dann sind wir doof herumgesessen und haben einen Konflikt angeschaut. So, ja, die sind relativ gut verteilt, oder? Das kann man so lassen. Euch fehlt noch der Panzer. Aber die fehlt nicht nur euch. Wieso kriege ich keine Panzer mehr? Das gibt's ja wohl nicht. Vorhin habe ich doch auch welche gebaut. Ärgerlich. Ich weiß echt nicht, nach welchem Prinzip dieses Handelssystem funktioniert. Na gut, Herrschaften, dann wünsche ich euch fürs Erste einen schönen guten Abend und vielleicht sehen wir das nächste Mal
tatsächlich den Dritten Weltkrieg, der auch diesen Namen verdient hat, weil da sind jetzt alle Weltmächte dran beteiligt. Wir wünschen euch, also wir von Gottes Gnaden wünschen euch alles Gute, gute Nacht, schlaft's gut und träumt was Schönes.